Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Deckprofil. Mein Name ist Nils und ich stelle heute mein Exodia Go Deck vor. Viel Spaß dabei. Trader. Mit uns hast du gute Karten. So, ich stelle mal wieder ein Go Deck vor und ich habe mich dieses Mal für die mächtige Exodia entschieden. Und wir sind grundsätzlich im Jahre 2005 und spielen auch mit der entsprechend jetzt Bandliste bzw. allen Karten, die vor Cybernetic Revolution damals im Jahr 2005 rausgekommen sind. Das heißt, wir sind ein bisschen oldschool hier unterwegs und ich wollte da einfach mal mein sehr nostalgisches und sehr cooles Exodia-Deck vorstellen, was ich mir für dieses Format gebaut habe. Ich werde jetzt erstmal ranzoomen, bevor ich das vergesse. Hier sind erstmal das Wichtigste natürlich die Sündenbock-Spielmarken und natürlich alle 5 Teile von Exodia, die am Ende des Tages natürlich dafür sorgen sollen, dass wir das Spiel gewinnen. Die Teile waren alle auf 1 limitiert, das heißt, man durfte jetzt jeweils nur 1 spielen. In der Serie war es ja dann teilweise so, dass dann auch 3 Teile jetzt gespielt worden waren. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr ikonische Karte. Und wenn man alle 5 Teile von Exodia auf der Hand hat, ist der Effekt von Exodia, dass man das Spiel automatisch gewonnen hat. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Die Teile an sich, die machen natürlich jetzt nichts und sind natürlich im Friedhof auch nicht besonders gut. Aber wenn man sie auf der Hand hat, hat man automatisch gewonnen. Und das ist ja auch der Ziel des Spiels irgendwo, ne? Ich würde einmal gerne zeigen, welche weiteren Karten ich noch in diesem Deck spiele. Das ist zum einen der schwarzglänzende Soldat, Gesandter des Anfangs. Sehr, sehr jetzt mächtige Karte, gerade im Goldformat ein absolutes Staple, den man fast spielen muss, wenn man jetzt Licht- und Finsternis-Monster spielt. Ich spiele in dem Fall einiges Licht- und Finsternis-Monster, deshalb ist der hier auch sehr, sehr viable und eine gute Karte, um mit dem Gegner zu interagieren. Der hat grundsätzlich den Effekt, dass man ihn als Spezialbeschwörung so beschwören kann, indem man ein Licht- oder und Finsternis-Monster vom Friedhof aus dem Spiel entfernt. Und der erste Effekt ist, dass er ein Monster aus dem Spiel entfernen kann. Und dafür darf er dann in der Runde jetzt nicht mehr angreifen. Und der zweite Effekt ist, wenn er ein Monster durch Kampf zerstört hat, darf er direkt nochmal angreifen. Das ist, man kann pro Runde nur einen Effekt aktivieren, man kann nicht beide aktivieren, was sonst auch wirklich viel zu stark wäre. Aber der ist eine der wenigen Karten, die mit unserem Gegner interagieren. So prinzipiell wollen wir mit diesem Deck Kartenvorteil generieren. Und da hilft uns natürlich der gute Donnerdrache sehr, weil man kann ihn entsprechend abwerfen, um sich weitere Kopien vom Donnerdrachen der Hand zuzufügen. Und sorgt natürlich auch dafür, dass wir ein weiteres Lichtmonster in den Friedhof bekommen. Gut für unseren schwarzglänzenden Soldat und auch gut für einige weitere Karten. So, dann brauchen wir natürlich auch noch ein paar Finsternismonster. Da ist nämlich hier unsere Decoichi, die Kampfdampflok, sehr, sehr gut. Weil sie hat natürlich auch den Flip-Effekt, dass man eine Karte ziehen kann. Und wir wollen natürlich in diesem Deck Kartenvorteil generieren. Wir möchten Karten ziehen, um möglichst schnell unsere Exodia auf die Hand zu kriegen, um das Spiel zu gewinnen. Deshalb hier 3-mal Decoichi, die Kampfdampflok. Und noch besser als Karten ziehen sind ja Karten suchen. Deshalb spielen wir 3-mal den Gesandter der Nachwelt. Eine sehr, sehr alte Karte, die den Effekt hat, wenn der vom Feld aus dem Friedhof jetzt gesendet wird, dann kann man ein Level 3 oder niedriger normales Monster vom Deck der Hand zufügen. Und die Exodia-Teile sind ja alle normale Monster. Deshalb ist es natürlich hier sehr, sehr stark, wenn wir den Gesandter der Nachwelt vom Feld aus dem Friedhof kriegen. Passiert ja auch schon mal. Und 1600 Punkte sind auch nicht zu verachten. Da kann man schon mal über das ein oder andere Monster drüber rennen und es durch Kampf zerstören. Dann als nächstes ein Sangan. Ähnliche Geschichte wie mit dem Gesandter der Nachwelt. Sangan kann uns sogar den Kopf von Exodia suchen. Da Sangan uns ein Monster mit 1500 oder weniger Punkten vom Deck der Hand zufügt. Also Sangan ist da ein bisschen universeller, ist aber leider auf 1 limitiert, deshalb durften wir nur einen Sangan spielen im Jahr 2005 und dann spielen wir in diesem Deck sehr, sehr viele Zauberkarten
Und um uns die mächtigen Zauberkarten, wie zum Beispiel den guten Topf der Gier oder die elegante Wohltäterin, zurück auf die Hand zu adden, spielen wir den Magier des Glaubens. Auch ein weiteres Lichtmonster, gut für unsere schwarzglänzenden Soldaten. Man könnte auch überlegen, sich eventuell noch mehr Chaosmonster in den Deck zu spielen, weil man ja so viel Licht und Finsternis hat. Aber die primäre Strategie ist natürlich, Karten zu ziehen und durch Exodia zu gewinnen. Da könnte man vielleicht im Side-Deck sich vielleicht noch überlegen, ob man vielleicht ein paar mehr Chaosmonster spielt. Aber das ist natürlich auch ein bisschen persönliche Präferenz. So, da wir noch nicht genügend Karten gezogen haben, spielen wir dreimal den dunklen Imitator Level 1. Der Effekt hat, genauso wie die Coach, dass wir eine Karte ziehen dürfen. Und darüber hinaus hat er auch noch den Effekt, dass er während der Standby-Phase der Spielzug, in dem der jetzt offen auf dem Feld liegt, also der nächsten Standby-Phase von einem selber, kann man den auf den Friedhof legen, um ein Dark Mimic Level 3 aus dem Deck-Spezial zu beschwören. Der einen nicht eine Karte ziehen lässt, sondern zwei. Also dreimal Dark Mimic Level 1 und ein Dark Mimic Level 3. Sehr cool. Karten ziehen ist immer gut. Und besonders in diesem Exodia-Deck. Und der hat einen Effekt, wenn er durch Kampf zerstört wird, dann darf man eine respektive zwei Karten ziehen, je nachdem durch wie der so beschworen worden ist. Ja. So, das war es auch schon zu den Monstern. Wir gehen weiter zu den Zauberkarten. Und ich spiele hier ein voreiliges Begräbnis. Und das voreilige Begräbnis hat ja den Effekt, dass man 800 Punkte zahlen kann, um einiges Monster vom Friedhof wieder spezial zu beschwören. Und da sind natürlich solche Sachen wie Sangan oder der Gesandte der Nachwelt sehr, sehr gut, weil die natürlich dann nochmal triggern können und noch weitere Teile der Exodia auf die Hand suchen können. Deshalb hier ein voreiliges Begräbnis. Dann habe ich hier zwei Buch des Mondes. Grundsätzlich sehr, sehr gut, um zum einen als so Protection, falls der Gegner uns aggressiv angreift, können wir natürlich mit Buch des Mondes ein bisschen ausstollen, als auch ein bisschen Combo machen mit unseren Decoichis und unseren dunklen Imitatoren. Weil wenn man die wieder aufflippt, dann darf man weitere Karten ziehen. Buch des Mondes muss ich, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Ist eine sehr, sehr starke Karte, genauso wie der Topf der Gier, der in diesem Deck natürlich besonders gut ist. Den will man unbedingt sehen. Das gleiche ist die elegante Wohltäterin. Drei Karten ziehen, zwei Karten abwerfen. Gerade mit Donnerdrache lohnt sich das Kartenabwerfen dann umso mehr. Deshalb hier eine elegante Wohltäterin. Die war übrigens auf 1 limitiert, deshalb nur eine. Sonst würde man ja entsprechend mehrere spielen, wenn es irgendwie geht. Das gleiche gilt für Upstart Goblin, also Emporkommenden Goblin auf Deutsch. Eine Karte ziehen ist gut. Und mehrere Karten sogar noch besser. Der Gegner bekommt 1000 Punkte, aber das ist uns total egal. Zwei Upside Goblin. Dann, falls der Gegner, es gibt im Goat-Format eine Karte, die nennt sich Verbrecher-Duo, haben sollte oder sogar spielt, oder Geist-Sensemann. Also alles Karten, die uns dazu zwingen, Karten von der Hand auf den Friedhof abzuwerfen, führt natürlich dazu, dass wir unsere Exodia nicht komplett auf der Hand haben können. Deshalb haben wir hier eine Option, um uns die verlorenen Exodia-Teile wieder zurück auf die Hand zu nehmen. Und ich spiele auch eine Fallenkarte dazu. Das ist einmal der Ersatzsoldat. Das ist eine sehr, sehr alte Karte aus Dark Beginning damals noch. Die hat den Effekt, wenn man 5 oder mehr jetzt Monster im Friedhof hat, kann man bis zu 3 jetzt Monster, also normale Monster, also keine Effektmonstern, wieder zurück auf die Hand nehmen. Also wenn jetzt mehrere Teile der Exodia, außer natürlich der Kopf, dafür ist die Monster-Reinkarnation so als letzter Backup, im Friedhof legen, kann man sie sich durch Ersatzsoldat wieder zurück auf die Hand adden. Was dann natürlich sehr wichtig ist, wenn man durch Exodia gewinnen möchte. Ja, spiele ich noch einige weitere Fallenkarten. Das ist einmal der Ruf der Gejagten, um uns das Monster vom Friedhof zurückzuholen, genauso wie das voreilige Begräbnis, Sangan, Gesandter der Nachwelt, sind alles gute Ziele, die erneut triggern können, wenn sie wieder das Feld verlassen sollten. Deshalb spielen wir jetzt hier einen Ruf der Gejagten. Und dann brauchen wir natürlich auch ein bisschen Protection, falls der Gegner uns angreifen möchte. Deshalb spielen wir hier eine Spiegelkraft gegen gegnerische Angriffe, sehr, sehr stark. Spiegelkraft, alle jetzt Monster in Angriffspositionen werden entsprechend zerstört, wenn ein Monster einen Angriff deklariert. Des Weiteren eine reißende Wut, auch sehr Standard diese Karte im Goldformat. Wenn jetzt Monster beschworen wird, kann man diese Karte aktivieren, um das ganze Feld zu zerstören.
Dann noch weitere Battle Protection. Haben wir hier zwei Sakuretsu-Rüstungen. Falls ein gegnerisches Monster angreift, können wir das gegnerische Monster entsprechend zerstören. Und dann noch einen Ring der Zerstörung. Also wir spielen hier keine Stall-Karten in diesem Deck. Können wir natürlich auch machen, sondern man kann das Deck mit Floodgates vollzimmern, sage ich jetzt einfach mal. Und dann einfach so lange ausdauern, bis man die Exodia zieht. Aber das ist jetzt mehr so diese Combo-Variante so von diesem Deck, was A, mehr Spaß macht zu spielen und B, auch natürlich deutlich konstanter ist und man kommt eher an seine Exodia-Teile. Natürlich gegen sehr aggressive Decks sieht es dann manchmal relativ schwierig aus, weil sehr große Monster zu outen ist mit diesem Deck schwierig, weil man immer auch wenig outspielt. Man spielt nur Sachen, um Exodia zu suchen. Deshalb ist Ring der Zerstörung auch eine gute Option. Der ist jetzt natürlich mit dem neuen Kartentext. Das sind einige Karten, die im Laufe der Jahre einen Errata bekommen haben. Und hier gilt natürlich der alte Text. Im Prinzip hat sich nicht so viel so verändert. Also man wählt immer noch ein Monster, das Monster wird zerstört, beide Spieler verlieren Lebenspunkte. Nur die Reihenfolge ist jetzt gleichzeitig des alten Kartentext. So, und dann nochmal, um das Deck abzurunden, dreimal Krug der Gier. Wir wollen hier ganz viele Karten ziehen, wir wollen möglichst schnell an unsere Exodia-Teile. Deshalb drei Krug der Gier hier das Maximum. So, das war jetzt auch schon mal ein 40 Karten Exodia Go Deck. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen beim Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und auch gerne einen Kommentar, falls ihr nochmal ein Deckprofil sehen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.